immer stärker, aus Erfahrung. So, das Erste in einer Regierungsbeteiligung, was ich dazu sagen kann, ist, da hat uns einer Gewinner auf der Höhe. So, okay. Und dann haben wir einen riesen Volumen von unbezahlten infrastrukturellen Veränderungen, wenn da eine Qualität da ist und ein qualitativer Anbieter da ist. Ja, und dann der Erste, der so ist, der für sich war. Wenn Sie, sobald Sie eine Anlaufzeit übernimmt, sobald das der Fall ist, müssen wir ganz offen reden. Dann müssen wir zusammenhocken und sagen, so, da gibt es bei uns in der Krone, zack, 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 diese drei, vier Leute, die müssen gepusht werden. Ja, drei, vier Leute, die müssen abserviert werden. Und der Grüne, der ist gut so. Wie viel und wir holen gleich einmal fünf neue rein, die wir auftauen. Ja. Und das ist die Strategie. Die zahlen zwischen 500.000 und 1,5 bis 2 Millionen. Es gibt ganz wenige, die an die Partei stellen, weil das in den Rechnungshof geht. Ja, und alle wissen wir doch. Und dann ist es offen. Ja. Ja. Wenn Sie wirklich die Zeit von vorher übernehmen, wenn es wirklich vorher, in dieser Wahlperiode, zwei, drei Wochen vorher, die Chance gibt, über diese Zeit uns zu pushen, das passiert ein Effekt, den die anderen ja nicht kriegen. Ja, nur warte, klar, das geht auf ihrerseits, plus, das geht nur. Also schau, wenn das Medium in zwei, drei Wochen vor der Wahl, dieses Medium auf einmal uns pusht, ja, eben, dann hast du recht, dann machen wir nicht 27, dann machen wir 24. Ja, das geht auch noch. Das haben wir genau. Ja, und dafür will ich auch genommen. Nein, und da bin ich. Bei so einem Thema, reden wir. Aber ich muss trotzdem immer rechtskonform, legal, immer. Und mit unseren Programmen. Ja, okay, gut. Und das ist der Punkt, aber das ist nicht mehr. Ja, bestimmt. Ich bin der Hasensteiner wirklich nicht. Ja,